Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly oder EdgeTX Weekly. Und es ist heute mal wieder überhaupt gar nicht EdgeTX und auch nicht OpenTX, sondern ihr seht es ja schon jetzt hier am Bild. Was liegt da auf dem Schreibtisch rum oder Basteltisch? Es ist meine renovierte VarioProp 8S. Also diese Folge ist jetzt ein Follow-up zu der letzten Folge, wo ich die Renovierung der Anlage hier beschrieben habe, wo es also hier ein neues Controllerboard gibt für die alten Anlagen, was immer dann noch mit 40 MHz funktioniert, aber moderner mit Bluetooth, mit ELRS als ELRS-Relaisstation. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das Vorgängervideo an. Ja, und da hatte ich euch gezeigt, dass man auch hervorragend diese Schaltmodule damit steuern kann. Hier sind zwar jetzt keine Schalter drauf auf der Anlage, aber stellt euch eine andere Anlage vor, wie beispielsweise eine F14, Robbe Futaba. Da hat man hier oben dann die Schalter. Hier geht es aber auch per App. Das habe ich euch letztes Mal gezeigt, hier mit den Schaltern auf der App. Das geht dann auf die Anlage über Bluetooth und von dort zum Empfänger. Ja, soweit, so gut. Das letzte Mal habe ich euch das gezeigt und jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich denn hier meinen Empfänger hingelegt habe. Den hatte ich gerade noch in den Fingern. Jetzt finde ich ihn gerade nicht. Liegt er da drunter? Nein, liegt da auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich den jetzt hingepackt habe. Aber beim letzten Mal... Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Sorry. Also meine Videos werden ja nicht geschnitten, das kennt ihr schon. Also ich musste jetzt ein bisschen länger suchen. Beim letzten Mal habe ich euch das mit diesem Empfänger gezeigt. Ja, wunderbar. Diese Empfänger möchte ich natürlich nicht benutzen, weil die haben ja einen Steckquarz und ich habe ja bei der renovierten Anlage keinen Steckquarz mehr. Also möchte ich bei den Empfängern natürlich auch keinen Steckquarz haben. Was ich gerne einsetze, sind so wunderbare Empfänger, diese Scan-Empfänger von Corona oder auch von der Firma, wahrscheinlich dieselbe Firma, Henge oder Hensch, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, RP8D1. Entgegen dem Namen sind es eigentlich 9-Kanal-Empfänger, wobei der Henge oder Hensch, das ist ein 8-Kanal, ein tatsächlicher 8-Kanal, der hat nämlich einen Steckplatz weniger. Man kann das hier vielleicht gerade noch so erkennen, das wäre ein Hensch oder Hänge. Ansonsten sind die baugleich, der Corona hat halt 9 Kanäle. Ja, nichts leichter als das. Ich habe das dann ausprobiert und siehe da, es funktioniert alles bis auf die Schaltmodule. Das war mir eigentlich am Anfang gar nicht so richtig klar gewesen. Alle Welt wusste das, nur ich anscheinend nicht. Ist es aber auch klar, weil diese Empfänger noch so ein bisschen Signalaufbereitung machen. Die machen zum Beispiel eine Tiefpassfilterung der Impulslängen. Und das heißt, sie manipulieren die Impulslängen, die vom Sender kommen. Und weil das so ist, funktionieren dann an diesen Empfängern diese Schaltmodule nicht mehr. Das fand ich ja jetzt extrem schade. Und habe ich mich echt drüber geärgert. Und was ich dann als nächstes gemacht habe, ist einfach mal das Gehäuse, also sprich den Schrumpfschlauch um den Empfänger entfernt, um mal anzugucken, was da so drin ist. Da haben wir einige Mobilfunkchips, die stammen noch so aus der C-Netz-Ära drin. Und auf der anderen Seite, siehe da, da haben wir einen kleinen Microcontroller. Das war ja nicht anders zu erwarten. Man kann die Beschriftung jetzt hier im Video natürlich nicht lesen. Es war aber oder es ist ein AVR 8-Bit Microcontroller und zwar genauer ein ATmega 88A. Darüber habe ich mich gefreut, weil den kann man relativ einfach programmieren. Ich habe mir dann das so ein bisschen angeguckt und habe dann auch festgestellt, dass die Programmieranschlüsse alle schön hier auf den externen Verbindern liegen. Ja, wunderbar, habe ich gedacht, Programme angeschlossen und habe versucht, ein Testprogramm darauf zu flashen und siehe da, es geht nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass hier der 9. Kanal,
der jetzt hier frei ist, dass der PIN, der dort verwendet wird für das Ausgangssignal, dass das eigentlich der Reset-Anschluss von dem Microcontroller ist. Der wurde aber in seiner Funktion als Reset-Anschluss abgeschaltet, damit man hier ein PWM-Signal produzieren kann. Und das verhindert zuverlässig, dass man den Microcontroller einfach so flashen kann. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Es gibt eine andere Methode, das zu machen, eine sogenannte Hochvolt-Programmierung. Es war mir aber zu kompliziert. Da braucht man viel mehr Anschlüsse an eine Microcontroller. Ihr seht, das ist so ein QFN-Gehäuse. Da kommt man relativ schlecht an die Anschlüsse des Microcontrollers dran. Also außerdem habe ich so ein Programmiergerät nicht. Deswegen habe ich kurzerhand den Microcontroller ausgelötet. Das geht einfacher, als man denkt. Da braucht man eine kleine Heißluftpistole dazu. Man kriegt es auch mit dem Lötkolben hin, ist aber ein bisschen fummeliger. Und man kann auf die gleiche Art und Weise diese Microcontroller in diesem Gehäuse auch wieder einlöten. Das geht erstaunlich einfach. Es geht sogar bei diesen Gehäusen einfacher als bei anderen. Nun gut, neuer Microcontroller eingelötet. Und siehe da, ich kann den neuen fabrikfrischen Microcontroller über die Pins hier außen programmieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was flashe ich denn da überhaupt drauf? Ein Testprogramm war schnell geschrieben, um die LED blinken zu lassen, aber ich möchte natürlich die Funktion des Empfängers erhalten. Und da hatte ich jetzt nun wirklich keine Lust, mich in die Datenblätter dieser anderen Mobilfunkchips da einzuarbeiten, um zu gucken, wie die funktionieren. Ich habe ein bisschen rumgefragt und haben da tatsächlich etwas gefunden, eine, oder sagen wir mal so, einen Ansatz einer freien Firmware für diese Empfänger. Da hat sich tatsächlich jemand schon mal Gedanken gemacht. Das ist aber, das Projekt ist irgendwie eingeschlafen. Nun gut, aber ich hatte einen Ansatz und habe das dann mal modernisiert. Das zeige ich euch jetzt kurz. Da muss ich hier mal mit meinem Screen Recorder kämpfen, um das andere Fenster da einzublenden. Da habe ich euch das Fenster mal jetzt mit dem Link auf mein Repository, wo ich das jetzt wieder als Open Source veröffentlicht habe. Ich will das mal kurz markieren. Hier sieht man den Link auf das Repository auf meiner GitHub-Seite. Da ist der Source Code und auch eine kleine Anleitung, was wir an neuen Features haben. Ich will das mal kurz hier einblenden. Was haben wir an neuen Features? Ach, da habe ich ja noch einen Schreibfehler drin. Das muss ich noch rausmachen. Aber auf jeden Fall kann man jetzt diese eigentlich sinnvolle Filterung der Kanäle abschalten. Habe ich zunächst mal konfigurierbar gemacht, aber abschalten kann man es nur für die Kanäle 5 bis 8. Da sollten dann die Schaltmodule angeschlossen werden und 1 bis 4 behalten ihre ursprüngliche Funktion, sodass die Signale dort auch gefiltert werden. Man kann auch ein ein Combined PPM Stream generieren, falls man das möchte. Und geplant ist dann noch, das ist ja klar, dass man also auch ein S-Bus-Signal oder IBUS oder ZoomD hier generieren kann, einen seriellen Datenstrom. Genau. Und noch etwas anderes, was ich Transmitter Identification genannt habe. Wenn ich jetzt schon einen eigenen Sender habe, dann kann ich natürlich auch ein bisschen mehr damit machen, als nur diese Filterung ausschalten. Jetzt kämpfe ich wieder mit einem Screen Recorder, um das hier umzuschalten auf das Videobild. Da ist es. Gut, okay, also Microcontroller ausgelötet, Microcontroller eingelötet, geflasht und siehe da, nach ein bisschen herumwerkeln, hat sich das eigentlich als ganz erfolgreich erwiesen. Den Funktionstest muss ich natürlich jetzt euch auch geben. Also schalten wir erstmal den Sender ein. Da kann man auf das Drehspulinstrument jetzt mal gucken. Der Sender ist eingeschaltet, also er ist elektrisch eingeschaltet, aber vom letzten Video wisst ihr, dass die HF jetzt noch nicht eingeschaltet ist und deswegen nehme ich jetzt hier das Handy. Oh, ein bisschen blendfrei. Das ist heute ein bisschen schwierig.
Das ist sehr doof. So, machen wir es mal so. Also erstmal verbinden mit der Anlage. Gut, und dann schalte ich mal die HF ein. Leg das hier mal an die Seite. Und als nächstes schalte ich jetzt den Empfänger ein. Moment, ich muss mal gucken. Ja, Kanal 58, das ist richtig. Da habe ich den Empfänger nämlich jetzt schon vorhin mal scannen lassen. Das wollte ich jetzt nicht wiederholen. Genau, Kanal 58. Jetzt schalte ich den Empfänger ein. Genau, man sieht jetzt, der ist gebunden. Das heißt, was heißt gebunden? Also, er hat ja vorhin schon gescannt und hat jetzt also diese Kanal 58 sozusagen gelernt. Darauf ist er jetzt. Das zeigt diese LED an. Und wie gesagt, das Schaltmodul ist jetzt eingeschaltet. Ich kann jetzt hier auch ganz normal diese Schaltfunktion hier bedienen. Servo geht natürlich auch, man hört es. Ist klar. Gut, wenn ich jetzt diese Option für das Filtern wieder benutze, sodass das Schaltmodul nicht funktioniert, dann kann ich das hier auch konfigurieren. Also ich kann dieses Filtern ein- und ausschalten. Jetzt ist das Filtern hier ausgeschaltet. Ich kann es auch wieder einschalten. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie habe ich das gemacht? Man muss den Knopf drücken, bis das hier so blinkt. Und dann ist es die dritte Konfigurationsoption. Eins, zwei, drei. Danach muss ich drücken. Und dann funktioniert das hier mit den Schaltmodulen nicht mehr. Das funktioniert immer noch. Dann habe ich wahrscheinlich eben die falsche Option erwischt. Versuchen wir es mal mit der zweiten. Eins, zwei. Ah ja, jetzt fängt das da an zu komisch irgendwie an zu flackern. Und also das funktioniert nicht mehr. Habe ich das Filtern eingeschaltet, jetzt schalte ich das Filtern wieder aus. Nicht wundern, ich fasse den Empfänger jetzt hier an und das mag der natürlich nicht, weil ich hier auf die Bauelemente komme. Da gibt es also so ein paar Störungen, die normalerweise ja nicht auftreten würden. Also jetzt mache ich die Rolle rückwärts. Eins, zwei, drei. Wieder drauf drücken. Genau, jetzt ist das Filtering wieder ausgeschaltet und jetzt funktionieren die Schaltmodule auch wieder zuverlässig an den Kanälen 5 bis 8. Ja, weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen. Die restlichen Features wie serielle Ausgabe sind noch nicht eingebaut, aber das kommt natürlich irgendwann. Okay, also wer sich dafür interessiert, dass die Scanempfänger auch mit den Schaltmodulen zusammen funktionieren, darf das gerne benutzen, ist ja Open Source und das hat jetzt auch erstmal gar nichts mit der renovierten Anlage hier zu tun. Das funktioniert natürlich auch mit originalen alten Anlagen auf den Kanälen 5 bis 8. Gut, okay, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.